Herzlich willkommen, Albin und Bastian Breik. Albin, man hat mir heute extra gesagt, du hättest gesagt, der Frank soll nicht so viel mit mir schwätzen, heute ist mein Sohn dran. Genau, das ist der Fall. Ja. Und da halte dich auch bitte dran. Gut, dann halte ich mich dran. Bastian, wer sind Leible und Frisch? Leible und Frisch, oh, das sind ganz viele. Das sind ganz arg viele. Der Winfried Wagner ist unser Bäckermeister Leible und der Simon Lichter, großindustrielle Bäcker Frisch. Und das Ganze ist eine Geschichte, die wir als Mehrteiler erleben werden im SWR-Fernsehen. Ich glaube, an vier Abenden hintereinander. Ja. Drei. Ja, ich habe schon für die Nachfolge gesorgt. Ja, gut. Ich schwätze wenig, aber bin korrekt. Merkst du? Bastian, die Idee dazu stammt von einem Studenten? Ja, das stammt von Frieder Scheifele. Der war an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Und der hat dort Serienproducing studiert. Und der kam auf mich zu, weil er war der einzige Student, der eine schwäbische Mundartserie produzieren wollte. Und das hat mich interessiert. Und ich habe mir das angehört. Und ich bin da sofort drauf eingestiegen. Und wir haben das dann zu dritt. Frieder Scheifele, Sebastian Feld, unser Autor. Und ich, wir haben das dann zusammen in die Wege. So. Und ihr habt ja eine tolle Besetzung. Da sind ja alle mit dabei, die einen großen Namen haben in diesem Land. Aber jetzt darf ich auch mal den Papa was fragen. Gern. Papa, der der Dialekt. Ja. Warum hat man es im Dialekt leichter, manchmal die Wahrheit zu sagen, als auf Hochdeutsch? Ja, weil der Dialekt mehr Töne hat. Das ist wie beim Instrument. Der Dialekt, da kann ich mit, ja, mit wenigem, und du kannst auch verdichten, du kannst Worte verdichten, dadurch kannst du mehr in kürzerer Zeit sagen. Und dadurch hat es leichter, also man wird ja Hochdeutsch auch viel mehr angelogen, guck, ja. Im Dialekt, da sagt man die Wahrheit, da steht man auf beide Beine, auf dem Boden, da ist Verwurzelung mit der Heimat vorhanden. Und Berlin ist weit weg und da war überwiegend Hochdeutsch angelogen. Ja? Und deshalb, wir bleiben. Wir backen da ein kleine Brötchen, das will man da damit sagen. Also der kleine Bäcker, der will sich in seiner kleinen Bäckerei gegen den großen Bäcker, der nicht Schwäbisch spricht. Gell? Der Kleine will sich da durchsetzen. Und das ist eine spannende Geschichte. Wie gesagt, in drei Teilen. Und das findet statt am 25., 26. Dezember und am 31. Dezember. Ich glaube, immer um 18 Uhr. Und ja, heißt Leible und Frisch. Genau. Hast du dir das aufgeschrieben? Du, ich habe es aufgeschrieben, ja. Weil ich kann mir so langsam nichts mehr merken. Genau. Ich nehme an, du bist so oft im Internet. Du bist so oft im Internet. Im Internet kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich glaube, ich werde mich verlieren, ich werde nicht mehr heimfinden. Naja, da bist du ja immer, die sagen, das sei weltweit, gegangen wir weg. Ich bin ja froh, wenn ich von Feuerbach nach Stuttgart komme. 25.12., 26. und 31.12. immer um 18 Uhr. Aber jetzt, Bastian, wenn ein Vater für eine Serie, die du mitproduzierst, so Werbung macht, was Besseres kann dir doch eigentlich gar nicht passieren. Ja, das ist geschickt, sagen wir so. Mit also, wie viel Zuschauern? Ich als Sohn bin, wenn sonst eine ganz schlechte Karte glaub, zum Werbung machen. Ja, bring mal den Vater mit in den nicht, hast du? Ja, das kommt immer. Aber wir arbeiten schon lange gut zusammen. Ja. Wir sind eine richtig gute Mannschaft. Ja. Sag mal, was würdet ihr zwei denn jetzt zum Beispiel einem Norddeutschen empfehlen? Wenn ein Norddeutscher hier in das Land kommt, dann gelten die ja oft, nur wenn sie was sagen, als arrogant. Weil ihr der Meinung seid, die sprechen halt eine andere Sprache. Was würdet ihr denen denn sagen, damit sie es ein bisschen leichter haben, sich hier zu integrieren? Also ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube umgekehrt, wenn die was sagen, erstens mal horchen wir drauf, was sie sagen. Ne? Auf der Inhalt horchen wir. Wenn der blöd ist, nicht? Schau fertig, gell? Schau fertig, dann hat es keinen Wert. Aber wenn die uns dann schwätzen hören,
Na, meine die, mir seien blöd. So rum ist es nicht. Verstehst du? Und dort liegt nämlich der Irrtum. Nirgends werden mehr Patente angemeldet wie in Baden-Württemberg. Wir sind saumäßig gescheit und wir sind auch nicht langsam. Wir überlegen uns, bevor wir was sagen. Deshalb sind wir ein bisschen langsamer. Aber wenn wir schwätzen, aber da geht's aber ab. Ja? Und die meinen, die brauchen nicht meinen, wir seien blöd, aber wir nehmen es von den Auswärtigen auch nicht an, dass sie sind. Ja, wir leben doch, wie gesagt, mittlerweile überaus vernetzt. Aber gerade deshalb brauchen wir auch ein kleines bisschen Boden. Und wie haben wir heute Abend schon gelernt, wir brauchen auch den Bauch und das Herz und den Kopf. Ja? Und dann standen wir doch alle gut da und haben wir was zum Lachen. Nehmen wir uns selber vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig. Wäre auch mal ganz gut. Und Bastian, das war ja ein Plädoyer hier. Hat er so auch als Vater euch erzogen zu Hause? Also wenn er euch sagt, nur meine Mutter und dich, ja, weil die Hände sind. Also, ihn gerade zählt, deshalb. Aber ja, neu, also bei uns daheim war es schon immer locker. Also mein Vater, der, weiß nicht, das war immer ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und, ist er streng? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, er hat schon, also wenn es einmal haarig geworden ist, ja, hat er nur seinen strengen Blick einmal aufgesetzt. Und der hat schon wirklich alles gesagt, mehr war da nicht nötig. Aber der hat gewirkt, ja. Aber sonst, neu. Sag mal, stimmt es, dass es zu den Drehorten von Leible und Frisch in der Zwischenzeit schon so Busfahrten gibt und wie eine Hollywood-Tour? Ja, es gibt die Filmtour, die wir machen von unserer Firma aus, vom Schwabenland-Film. Da können Leute quasi Führungen buchen in unseren Kulissen, in denen wir ja gedreht haben. Das hat ja alles, also Schafferdingen ist ja, den Ort gibt es ja nicht wirklich, das ist ja der imaginäre Ort. Das wurde in Wirklichkeit in Bad Urach gedreht und drumherum, eine ganze Alp drumherum. Das heißt, wer jetzt gucken will, fährt nach Bad Urach? Kann rein theoretisch, ja, genau. Da können die Leute Touren buchen, die können die Kulissen angucken. Das sind alles echte Kulissen, es existieren keine Studios. Also es ist ein echter Marktplatz vorhanden, eine Bäckerei, die wir so eingerichtet haben. Die Leute können da alles anschauen und wie gesagt Touren übers Internet buchen. Und zum Schluss noch eine ganz andere Geschichte. Wir stellen uns vor, ihr seid jetzt beide auf der Bühne. Mhm. Und du hörst mal kurz weg. Bastian, du vergisst den Text. Ja. Ihr habt ja keine Soufflöse. Nein. Was macht ihr dann? Wir improvisieren. Aha. Wir schwätzen irgendwas und irgendwann kommen wir mal wieder rein. Und jetzt, weil du ja immer die Wahrheit sagst, ist dir es schon mal passiert, dass du den Text vergessen hast? Ja, wenn ich mal auf die Bühne komme und wirklich war, ich bin ein schwarzes Loch gefallen, komm rein, weiß gar nicht mehr, um was geht. Ja. Ja? Aber ich kann dir jetzt etwas sagen. Ich habe mir dein ganzes Leben angeguckt und ich habe eine Stelle gefunden, wo du wirklich nicht mehr wusstest, was du sagen solltest. Und das ist so komisch, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich den Albin an in seiner Paraderolle. Hannes, ich will sofort von dir wissen, was du nachts in deiner Garage machst. Ich bringe den steinernen Göttern Menschenopfer. Um Himmels Willen, was tust du? Ich opfere mich. Hä? Ich opfere meine Genitalität der Kunst. Genialität. Ich, in der Volkshochschule. Ja, genau. Gerade will ich sagen, seit ich mich in der... Woher kennst du den Text? Was sollst du denn sonst machen? Nie das nächste Mal auf die Welt kommen, dann besorge ich mir auch so in den Kopf, da passt mir nein. Ich danke euch ganz herzlich, drücke ganz feste die Daumen für Leible und Frisch, wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, danke. Viel Erfolg weiterhin. Die Mäulesmühle ist ausverkauft und ausverkauft und ausverkauft, aber irgendwann kriege ich noch mal ein Kärtchen. Ja, natürlich. Alles klar. Das war's, meine Damen und Herren, für heute. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Samstag. Tschüss und danke an Albin und Bastian Breit.